Lena, kennst du den Keto-Drink? Nein, ich kenne das nicht. Das ist von Dr. Johannes Kohl. In Deutschland gibt es es in allen Apotheken und wird es sogar von der Krankenkasse gezahlt. Hier geht es darum, dass ich eigentlich während der Chemotherapie nur ketogene Ernährung zu mir nehme, ohne viel Gewicht zu verlieren. Wir wollen jetzt einen Keto-Drink nachbasteln, den man sich selber herstellen kann und den man dann zur Chemotherapie isst, damit man keine Energie verliert und damit man nicht so viel abnimmt oder nichts abnimmt. Das heißt, wir nehmen einfach einen Becher Schlagobers, dann nehmen wir 3 Esslöffel Leinöl, Omega-3 Fettsäuren, 1, 2, 3, billiger Bio-Leinöl von unserem Lieblings-Leinöl-Bauern, oben in Oberregau, die Leitners, der Leitner Rudi. Die haben übrigens einen Hofladen, der 24 Stunden offen hat mit Selbstbedienung. 3 Esslöffeln Olivenöl. Ah, Lena, nicht vergessen herzurichten. Gib's mir bitte die Flohsamenschalen her. Dann danke. Dann 3 Esslöffel Leinsamen, die wir quasi mit dem Stabmixer schroten. Das ist deswegen wichtig, weil da sind sehr viele Antioxidantien drinnen. So, die Flohsamen gebe ich erst hinein. Und der Keto-Drink gemixt ist, weil die den schnell ein bisschen verdicken. So, die Leinsamen emulgieren das Ganze schon. So. Sehr gut. Hey Leute, das schmeckt super. Los bitte. So, jetzt gehen wir aber nur, um einen guten Stuhl zu produzieren, nur einmal 1, 2 Esslöffel Flohsamenschalen hinein. Die brauchen wir eigentlich nur reinrühren, die brauchen wir nicht reinmischen, nicht reinmixen. So, das Ganze ist jetzt, die schmecken übrigens sehr aromatisch und sehr gut. Um jetzt praktisch diesen Keto-Drink vielleicht noch etwas aromatischer zu gestalten, könnten wir Erythrit dazugeben und eventuell ein bisschen Zitronenöl oder Orangenöl. Da kann sich jeder selber spielen damit. Hier haben wir den Dr. Johannes Kohl auf seiner Homepage. Der Dr. Kohl, der hat da wirklich ganz Großes geleistet, indem er das Gen TKT1 entdeckt hat. Das ist das Zuckervergärungsgen, das nur in Krebspatienten und auch in Embryos vorhanden ist. Krebs vergärt Zucker zu Milchsäure, die Milchsäure durchsaftet den Krebs und blockiert dann das Immunsystem. Und wir können immunaktivierende Maßnahmen ergreifen, was wir wollen. Wir scheitern, weil der Krebs einfach so übersäuert ist. Wie können wir das unterbrechen, indem wir dem Krebs die Kohlenhydrate wegnehmen? Wieso macht die Schulmedizin bei der PET-Untersuchung radioaktiven Zucker? Weil dieser radioaktive Zucker von den Krebsmetastasen aufgenommen wird und die dann so richtig rausleuchten in der CT. Und so diagnostizieren wir Schulmediziner natürlich, wo Metastasen sind. Hier sind einige der Bücher, die der Dr. Kohl entwickelt hat, geschrieben hat. Hier geht es um
die entsprechenden Hinweise. Ich würde eigentlich nur das Kochbuch kaufen, das ist eigentlich ausreichend. Das Wissen darum, dass es das Antikrebsgen gibt und dass dies notwendig ist für den Krebs, um zu überleben, und dass das durch Zucker mehr oder weniger stimuliert wird, das ist eigentlich ausreichend. Dann schreiten wir zur Verkostung durch Lena. Bitte nicht sagen, dass sie das Video verwendet hat. Sie wollte eigentlich nicht, dass ich sie zeige, weil sie nicht hergerichtet ist, weil wir gerade vom Bodensee herkommen, um Sträucher zu schneiden und alles wegzuräumen und entsprechend verschwitzt sein. Sehr gut. Liebe Leute, ich habe ausgerechnet, dass dieses Glas, das kann man mit Wasser verdünnen, zum Beispiel 1:2 oder 1:3, um mehr Flüssigkeit zu bekommen. Dieses Glas hat ca. 1600 Kilokalorien. Das ist genug, um durch den Tag durchzukommen. Und enthält überhaupt keine Kohlenhydrate, praktisch nur Fette, gibt ganz viel Kraft. Über die Flohsamenschalen einen ganz guten Stuhl, über den Leinsamen eine wunderbare Antioxidation, auch über das Leinöl. Das ist praktisch die perfekte Ernährung und ausgesprochen wohlschmeckend. Das ist kein Verzicht während der Chemotherapie, beziehungsweise während der Phase der Chemotherapie. Okay, danke fürs Anschauen. So, wie könnte man das Ganze noch optimieren, indem wir ein bisschen MCT-Öl und am besten Caprylsäure, sogenanntes C8-Öl, zugeben. Ziemlich geschmacklos, die Caprylsäure. Diese Caprylsäure wird direkt in Ketokörper umgewandelt und dient deswegen als optimale Ernährung für die Gehirnzellen. Das heißt, das, was der Dr. Kohlner vor Jahren gesagt hat, dass praktisch die ketogene Ernährung das Gehirn grillt, dass man nach 10 Tagen nicht mehr gescheit denken kann. Das kann man mit der Caprylsäure praktisch vollständig vermeiden. Die Caprylsäure ist auch Teil des Kokosfetts und ist der Teil im Kokosfett, im Kokosöl, der dafür zuständig ist, dass Alzheimer ihren Alzheimer aufhalten können durch das Essen von Kokosöl. Ist natürlich wesentlich effektiver, wenn man nur die Caprylsäure verwendet. Ich habe zu Hause noch vom Bulletproof, das Original Brain Octane. Dieses Bulletproof, das finde ich aber jetzt auf Amazon nicht mehr. Es gibt aber Alternativprodukte, die man kaufen kann. Sogenanntes MCT-Öl, das heißt mittelkettige Triglyceride und oder Caprylsäure. Und hier würde ich in den Keto-Drink noch 2 Esslöffel reingeben, womit wir bei 1800 Kilokalorien sind. Ohne diese 2 Esslöffel Bulletproof Brain Octane sind wir bei 1600 Kilokalorien. Lena, du wolltest eigentlich noch eine Anmerkung machen zu dem Keto-Drink. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Nur es ist sehr sättigend. Und? Das stimmt, das ist total sättigend. Ja, ist es die Frage, ob man das wirklich so viel in einem Tag essen kann? Ich glaube schon, weil ich habe jetzt 3 ganze Löffel, das sind 300 Kilokalorien, gegessen. Naja, 300 Kilokalorien nicht, sind ungefähr 200 Kilokalorien davor gegessen. Und ich habe einen Gusto noch mehr, weil es wirklich so gut schmeckt. Okay, also mittlerweile ist der Keto-Drink eine halbe Stunde alt und aufgrund der Flohsamenschalen ist er relativ fest geworden. Überhaupt kein Drink mehr, das macht aber nichts. Mmh. Himmlisch. Wirklich. Wie soll ich das beschreiben? Am ersten wäre nicht ganz kaltes Vanilleeis. Ja, wie eine Cremetorte. Also wirklich ein ganz ein gehaltvoller, wunderbarer Geschmack. Und da drinnen sind, in diesem Becher, sind ca. 1600 Kilokalorien. Ich werde das nochmal genau noch recherchieren, aber es ist ungefähr so viel. Das heißt, da kommt man wunderbar durch einen ganzen Tag. Mahlzeit.